Nur wenige Augenblicke nach Eintreffen der Polizei wird das gesamte Schulgelände weiträumig abgesperrt. Kinder, die sich außerhalb der Schule befinden, werden zurück ins Gebäude geführt. Es kommt einer Entwarnung gleich. Doch noch immer treffen verunsicherte Eltern ein, alarmiert von widersprüchlichen Informationen. Ich wurde angerufen, dass ein Amoklauf in der Schule stattfindet und bin natürlich gleich in Panik ausgebrochen, da meine Tochter hier auch in die Schule geht. Dass ein Mädchen auf ein anderes Mädchen mit einem Messer drauf los ist, mehr habe ich nicht mitgekriegt. Man will eigentlich nur zu seinem Kind, weil sie hat mich vor uns angerufen und war im Nebenzimmer. Und das heißt, sie hat alles gehört. Es müssen erschütternde Szenen sein, die die Kinder in den benachbarten Räumen durch die Wände mitbekommen, als in dem Klassenzimmer nebenan eine Schülerin der 8. Klasse überraschend in der Tür steht. Eine 14-jährige Schülerin aus der 8. Klasse, die eigentlich krankgeschrieben war, ist zur zweiten Unterrichtsstunde gekommen, hat den Englischunterricht in ihrer eigenen Klasse aufgesucht, hat ihre Tasche weggeschmissen und ist zielgerichtet mit einem Messer auf eine Schulkameradin zugegangen. Sie hat diese Schülerin verletzt, oberflächlich, und ist dann sofort wieder aus dem Zimmer gerannt. In der Klasse bricht Panik aus, denn in diesem Moment ist nicht abzusehen, was die mit einem Messer bewaffnete 14-Jährige als nächstes tun wird. Die Schüler sind teilweise aus dem Fenster gesprungen, 80 cm hoch, beziehungsweise haben den Klassenraum verlassen. Die 14-Jährige flüchtet sich nach der Tat auf die Toilette und schließt sich ein. Dort kann sie von der Polizei kurze Zeit später überwältigt werden. Die attackierte 13-Jährige wird zunächst notärztlich behandelt und kommt mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.